Angsthase, Gänsefüßchen, Weltschmerz. Jean-Paul war ein grandioser Wortschöpfer und zu seiner Zeit ein literarischer Superstar. Heute wäre der größte fränkische Dichter 250 Jahre alt geworden. Eine Hommage. Die Poesie ist die Aussicht aus dem Krankenzimmer des Lebens. Jean-Paul. Geniale Blubbermaschine, Kauzigkeitsverwalter, ein Vulkan. Die Wörter, die schon da waren, reichten nicht. Also erfand er neue, wunderschöne. Weltschmerz etwa oder Angsthase, alles von ihm. Zu seiner Zeit hatte er höhere Auflagen als die Konkurrenten Schiller und Goethe. Wo ist er geblieben? Bayreuth, Königsallee, die ehemalige Rollwenzelei, ein Gasthof. Jeden Tag floh er vor seiner Frau hierher und zog sich in den ersten Stock zurück. Also hier ist die Stube von Jean-Paul, in der er 20 Jahre lang seine Werke geschrieben hat. Er saß immer auf diesem Stuhl, dass er den schönen Blick gehabt hat ins Wichtelgebirge und an den rauen Kulm. Der Tintenkleck stammt auch noch von ihm, der auf dem Stuhl ist hier. Und er hat dann immer gesagt, wenn ihm Freunde gefragt haben, ob ihm das nicht so klein ist, ob er nicht ein wenig größeres Zimmer möchte, hat er gesagt, nein, in kleinen Räumen wird man groß. Hier quaste er auch Dr. Katzenbergers Badereise zusammen und den Roman Der Komet. Dazu Kartoffeln, immer wieder, immer gleich. Sich selbst nannte er den Sechs-Flaschen-Mann, sein Tagespensum Alkohol. Fabuliermarathon im Dauersuff. Nichts ist fataler, als wenn gerade die letzte Flasche altes Bier schlecht ist. Eigentlich wäre er ein Blogger oder jemand oder Twitter, jemand, der immer da ist und textet und versucht, die Echtzeit reinzubringen. Und die Schreibwirklichkeit und eigentlich immer sagt, schau her, hier sitze ich an meinem Schreibtisch und ich tauche meine Feder in die Tinte ein und ich kratze jetzt dieses Wort. Und auf einmal ist aber dieses Wort Wasserglas, wird das Meer und du bist in einer ganz anderen Welt. Geboren wird er vor genau 250 Jahren in diesem Haus in Wunsiedel als Johann Paul Friedrich Richter. Es ist Frühlingsanfang. Um 1.30 Uhr in der Nacht wird er in eine arme Welt gespuckt. Der Vater ist Lehrer, später Pastor. Die Mutter eine Tuchmachertochter. Als er 2 ist, zieht die Familie ins oberfränkische Joditz, sein geistiger Geburtsort. Wie war dein Leben und Sterben so sanft und Meerstille? Geburtsort auch des Zweifels. An der seligen Ewigkeit selber ist keine andere Handhabe als der Augenblick. Also ich sehe auch Jean-Paul als eine Menge heiße Luft. Ich habe Schulmeisterlein Wutz als erstes versucht zu lesen. Auf Seite 5 war ich etwas pikiert, auf Seite 10 relativ wütend. Auf Seite 15 habe ich gedacht, der Typ spinnt. Auf Seite 20 ist das Ding aus dem Fenster geflogen. Am Münchner Marstall gibt es jetzt Wiederbelebungsversuche für 2 durchgemoderte Romane. Flegeljahre und Der Komet. Lässt sich derart tote Literatur in die Gegenwart Frankensteinen? Vater! Wo bist du? Wenn das Ich sein eigener Schöpfer und Vater ist, warum kann es dann nicht auch sein eigener Würgeengel sein? Jean-Paul ist wie aus dem Mond gefallen, schreibt Schiller an Goethe. Grüner Neid. In Joditz gibt es das private Jean-Paul-Museum von Herrn Schmidt. Jean-Paul, nicht gerade schön, bezirzte jeden Samstag die Hofer Bildungsbürgertöchter mit Schönwortplunder und nannte es die erotische Akademie.
Das ist typisch Jean-Paul, der war mit Erotik überhaupt nichts. Er hat ihnen auf dem Klavier vorgespielt, bis sie in Tränen ausbrachen vor Rührung. Und er selber so gerührt war über seine Musik, dass er selber aufgehört hat zu spielen und nimmer es spielen konnte. Er hat eben die weibliche Psyche da so gut kennengelernt, dass der nächste Roman, den er geschrieben hat, Hesperus oder die 45 Hundspost-Tage, ein voller Erfolg war. Er hat nichts im Herzen als Blut. Jean-Paul ist der Bestseller-Autor seiner Zeit, Schlausatzerfinder und Frauenschwarm. Nur die ersten vier Verlobungen scheitern. Er ist also rausgegangen und da hat ihn sein Hund Ponto begleitet, dessen Fell immer etwas schütterer wurde, weil es Verehrerinnen gab, die von ihm, von Jean-Paul, ein Haar gerne hätten. Und die Haare hat Ponto höher geben müssen. Hunde fordern grob und nehmen höflich. Menschen umgekehrt. Er hat nie fürs Theater geschrieben. Vorgetragen aber erträgt man ihn am ehesten. Und alles wurde eng, düster, bang. 1825 stirbt er in Bayreuth an Leberzirrhose. Die Blumen schlafen, aber nicht das Gras. Der Schnörkelwerkler der Weltliteratur.